Der Handschlag. Es begab sich im Kriegsjahr 1859, als das Manneswort noch etwas galt. Damals brannte in der Zwettler Gegend eine Ortschaft ab. Den Feuerschein sah man bis hinüber in die Horner Gegend und noch weiter bis nach Eckenburg, blutrot am Nachthimmel stehen. Sorgenvoll gingen die Wettersfelder zu Bett. Das Licht wurde treu gehütet und den Rosenkranz beteten alle Dorfbewohner sehr andächtig. Man vertraute Gott in jenen Tagen, da eine fadendünne Rauchfahne wie ein Geisterfinger am Himmel stand. Bald darauf, es war schon gegen Pfingsten, trat ein wildfremder Mann, den noch niemand in der Gegend gesehen hatte, unter dem Torbogen des Wettersfelder Ahnenhauses des Franz Dietrich. Der Fremde hatte ein ernstes Gesicht. Das einzige Auffällige an ihm war eine seltsam blaue Hose, wie sie in Wettersfeld nicht getragen wurde. Der Mann kam aus der Zwettler Gegend und war einer der Unglücklichsten, deren Hab und Gut in einer einzigen Nacht in Schutt und Asche gesunken war. Mein Urgroßvater schaute dem Fremdling lange unter den Hutrand und sah ein verzweifeltes, aber ehrliches Gesicht. Er lud ihn in sein Haus, in seine Stube ein. Der Fremde dunkte seinen Finger in den Weihkessel, der dort an der Wand hing, und machte ein großes Kreuz über Stirn und Brust. Mein Ahne lud ihn an Tisch und schnitt ihm eine ordentliche Brotscheibe ab. Der Fremde aß langsam und wie einer, der jeden Bissen würdigt. Man merkte, dass ihm etwas Schweres auf seiner Seele lastet. Geredet haben sie nicht viel. Die Bäuerin in der Küche drüben hörte nur einmal die Truhe gehen. Ihr Ehemann nahm wohl einige Goldstücke daraus. Als sie mit der Suppe kam, standen die zwei Männer beim Herrgottswinkel, hielten ihre Hände und sahen einander fest in die Augen. Nach dem Essen nahm der Mann mit der blauen Hose seinen Ranzen, warf ihn über die Schulter und schritt davon. Ein Vorfahre ging mit ihm bis ans Tor und dann wurde über diese Begegnung nicht mehr geredet. Nach Weihnachten sank mein Urgroßvater auf das Krankenlager und stand nicht mehr auf. Der verlorene Krieg nagte an seinem patriotischen Herzen. Die Verwandten kamen von Pulka, von Mixes und sogar von Mähren herüber, um sich zu verabschieden. Als der Pfarrer das Sakrament brachte und die Bäuerin die Sterbekerze angezündet hatte, sagte der Franz zu seinem Weib: Anna, um Pfingsten wird dein Mann kommen. Du kennst ihn ohnehin, der Mann mit der blauen Hose. Er wird dir die 100 Gulden bringen, die ich ihm im Vorjahr geliehen habe. Den Namen habe ich nicht aufgeschrieben. Er hatte ein ehrliches Gesicht und außerdem hat er mir seinen Handschlag und Ehrenwort gegeben. Kurz darauf erlosch die geweihte Kerze, die extra von Maria Dreieichen herübergebracht worden war, und von Kirchberg schallten Glocken. Diejenigen, die es hörten, falteten die Hände zum Gebet. Drei Tage später kamen zum Begräbnis Kriegsveteranen von weit her in zerrissenen Uniformen, viele mit Narben, denn mein Ahne war im Krieg bei Aspern und Leipzig dabei gewesen und hatte die Medaille des Kaiser Franz getragen. Ostern kam und ging, Pfingsten näherte sich, der Hagel vernichtete die Ernte, fleißige Hände fehlten, die Zurückgebliebenen bangten, dass der Handschlag das heilige Symbol der Ahnen von einem Nichtswürdigen geschändet werde. Die Gulden waren rar geworden in der Truhe des Verstorbenen. Kein fremdes Gesicht zeigte sich zwischen dem Regensburger Wald und Mixnitz. Pfingsten kam und Pfingsten ging, der Fremde aber blieb verschwunden. Gut, dass das der alte Freiheitskämpfer vom Jahr 1809 nicht mehr erleben musste. Am Abend des Fronleichnamstages bellten die Dorfhunde einen Wanderer an, der von der Horner Seite herkam. Er hatte einen großen braunen Bart und trug eine verstaubte, zerrissene blaue Hose. Endlich, es war der Fremde aus der Zwettler Unglücksgegend.
Da schlugen die Herzen im Wettersfelder Häuser Nummer 36 wie wild. Als der Fremdling vom Tode seines Wohltäters erfuhr, kniete er zuerst im Herrgottswinkel nieder, wo er mit den anderen vor einem Jahr Hand in Hand gestanden war. Er knöpfte seine Gurt ab, nahm einen Beutel mit dem geliehenen Geld und gab dem Ort Weitersfeld den Glauben an die Menschen wieder, dass das Wort eines Mannes heilig war. Die Erzählung vom Mann mit der blauen Hose wurde noch zwei Menschenalter lang in der Gegend überliefert, wie eine ermutigende und gnadenreiche Predigt.